freue mich nun, das Wort an Frau Lohmann vom Innenministerium zu übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Professor Günther, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich freue mich natürlich sehr, dass wir Sie hier heute zum ersten Prozesstag für die öffentliche Verwaltung in diesem sehr schönen Raum unter den Blicken der Humboldt-Brüder begrüßen darf. Das große Interesse, Herr Professor Günther sprach es ja schon an, zeigt, welche Bedeutung das Thema Prozessmanagement im Reformprozess der öffentlichen Verwaltung hat. In zahlreichen Projekten, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, haben wir immer wieder festgestellt, dass wir sehr, sehr viel Wissen in der Verwaltung haben. Und allzu oft weiß die Verwaltung gar nicht, was sie alles weiß. Und diesen Gedanken aufgreifend haben wir eben sehr begrüßt, eine solche Veranstaltung gestalten zu können, in dem eben Experten aus der Verwaltung, mit der Verwaltung die Dinge behandeln können und diskutieren können, die sie wirklich beschäftigen. Daher steht eben diese Veranstaltung auch unter dem Motto Wissen teilen und mehren. Und ich hoffe sehr, dass wir weitere Veranstaltungen, wenn das Interesse dafür ist, in diesem Format auch anbieten können. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass vielfach das offene Gespräch und der ebenenübergreifende Erfahrungsaustausch unter Verwaltungspraktikern gewinnbringender und wertvoller sein kann als die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen. Und in diesem Sinne ist auch die Motivation des Forschungsprojektes Nationale Prozessbibliothek zu verstehen, die eben ein übergreifendes Netzwerk von und für Verwaltungsexperten zum Thema rund um das Prozessmanagement aufbaut. Transparente und vernetzte Verwaltung ist auch der Name des Regierungsprogramms. Und hier hören Sie das Wort Transparenz, und Transparenz steht für das, was wir auch im Prozessmanagement sehen, nämlich das Management. Da geht es eben darum, dass man Transparenz schafft, um dann zu sehen, wie das, was man im Ist vorfindet, vielleicht in eine noch bessere Zukunft steuern kann. Es geht aber auch um Vernetzung, und das zeigt eben auch dieses Projekt. Verwaltung lebt im Weberschen Modell eben sehr in Silos, wie ich das gerne nenne, und wir arbeiten uns sehr daran ab, diese Silos zu hüten. Ich glaube, wir würden gemeinsam viel, viel mehr erreichen können, wenn wir uns weniger um die Grenzen des Silos als um die gemeinsame Zielerreichung kümmern würden. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass uns allen das auch noch viel mehr Freude bereiten würde. Also deswegen, ich bin sehr davon überzeugt, dass der richtige Weg darin geht, nicht nur Technik miteinander zu vernetzen, sondern Menschen und ihr Wissen miteinander zu vernetzen. Ich halte das Thema auch deshalb für ein besonders wichtiges, weil eben die Herausforderungen, vor denen wir stehen, das ist zum Beispiel die Demografie. Das heißt, wir haben eine sehr alternde Belegschaft, wir werden sehr viel Wissen in den nächsten Jahren verlieren. Wie gehen wir damit um? Wir werden zunehmend einen Arbeitnehmermarkt haben, auf dem wir Experten für die Verwaltung gewinnen wollen. Wir wollen Qualität in der Verwaltung halten. Wie wollen wir Qualität in der Verwaltung halten, wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass Qualität, also sprich gute Leute, sich da auch wohlfühlen? Das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir stehen aber parallel vor Stellenkürzungen, wenn ich richtig zähle, im 17. Jahr. Das geht auch nicht spurlos an der Verwaltung vorbei und verstärkt eben Struktureffekte, die wir sowieso haben. Bei einer linearen Kürzung nehmen Sie immer da zu wenig weg, wo noch zu viel ist, und dass es Bereiche gibt, wo es auch noch Überhänge gibt. Ich glaube, da verrate ich hier kein Geheimnis. Sie nehmen aber auch da was weg, wo heute schon zu wenig ist. Wie wollen wir mit diesen Themen umgehen, wenn wir uns nicht bemühen, in einem größeren Kontext nach Lösungen und Ausgleich zu suchen? Auch da finde ich es eben unbedingt notwendig, aus diesen Silos rauszukommen. Und wir haben eine zunehmende Komplexität. Auch die zwingt uns zu mehr Zusammenarbeit. Und deswegen freut es mich, dass wir hier ein Projekt haben, in dem eben Kommunen, Länder und Bund und Wissenschaft gemeinsam nach besten Lösungen suchen. Und das schaffen wir eben am besten dadurch, dass wir uns miteinander vernetzen. Und ich bin sehr froh, dass Sie hier heute so zahlreich erschienen sind. Meine Damen und Herren, bevor Sie gleich in ein lebendiges und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm einsteigen werden, lassen Sie mich noch auf einige aus meiner Sicht wesentliche Funktionen des Prozessmanagements in der Verwaltung eingehen.
Den ersten Punkt habe ich schon gesagt. Verwaltung ist, wie der Prozessmanagement ist, wie der Name schon sagt, eine Managementaufgabe. Und da geht es eben darum, dass wir in diese Regelkreise kommen. Das heißt, dass wir eine Ist-Aufnahme machen, feststellen, wo was zu verbessern ist. Das kennen wir schon aus der klassischen Ablauforganisation, aber hier brauchen wir eben nochmal eine andere Tiefe. Und wir wollen systematisch und nachhaltig machen. Das heißt, wir heben nicht einmal den Prozess und vergessen ihn dann wieder, sondern wir heben ihn und haben ihn dauerhaft weiterzuarbeiten, um zu sehen, was funktioniert, was kann man weiter optimieren, wie kann man Dinge in einem größeren Kontext auch nochmal anders darstellen. Und durch dieses systematische Durchforsten erreichen Sie natürlich, das brauche ich keinem zu erklären, eine andere Qualität, als wenn Sie es punktuell mal an einer Stelle machen oder eben nur punktuell in einer Organisationseinheit, in einem Referat. Management ist aber auch eine Führungsaufgabe. Und hier geht es eben insbesondere auch darum, zu kommunizieren. Wir haben einmal den Bereich, der es nicht so leicht hatte, in der Vergangenheit zueinander zu kommen, das ist der Fachbereich und der IT-Bereich. Dazwischen sitzen Organisatoren, die könnten hier eigentlich sehr gut eine Moderatorenrolle übernehmen. Es ist aber auch eine Führungsaufgabe zu erklären, warum Dinge in einem breiteren Kontext ganz anders gestaltet werden können. Und in dem Kontext würde ich gerne auf das Anliegen, das die Bundesregierung bereits in der Koalitionsvereinbarung formuliert hat, nämlich wir sollen die Hindernisse für E-Government beseitigen und E-Government fördern. Das wollen wir mit dem E-Government-Gesetz tun. Und wenn Sie E-Government heute angucken, dann sehen Sie, das ist so eine Teilbaustelle. Wir haben sehr viel digitalisiert. Wir haben zum Teil Prozesse von Antragsbearbeitung bis zur Archivierung digitalisiert. Und trotzdem gibt es dazwischen Schnittstellen, die wir manuell bedienen müssen. Das heißt, wir haben in der Regel eben kein durchgängiges Prozessmanagement, keinen durchgehenden elektronischen Prozess. Und das ist eben schon bedauerlich, weil das ist nicht effizient und das können wir uns heute eigentlich auch gar nicht mehr erlauben. Also wir müssen darüber nachdenken, wie wir das, was wir dem Bürger an Service bringen können, tatsächlich auch außerhalb siloübergreifend, also außerhalb bestehender kleiner Organisationseinheiten, einfacher und schneller erledigen können. Bei dem E-Government-Gesetz geht es uns darum, das ist das Haupthindernis, das wir gefunden haben, die Schriftlichkeit zu vereinfachen. Wir haben allein auf Bundesebene 3.500 Schriftformerfordernisse gefunden. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die meisten Schriftformerfordernisse dort formuliert werden, wo Verwaltung vor allen Dingen stattfindet, nämlich bei Ländern und dann nochmal bei den Kommunen. Aber selbst wenn Sie nur diese 3.500 sehen, wissen Sie, Sie können gar keinen E-Government machen, weil es muss immer wieder Papier vorliegen. Und deswegen suchen wir hier nach Alternativen. Eine Alternative drängt sich sicherlich auf, das sind webbasierte Dienste, die es zum Teil ja schon gibt. In Verbindung mit dem NPAR kann dann die notwendige Identifizierung, Authentifizierung geleistet werden, sodass Sie hier eben auch zu einem Schriftformerfordernis kommen können. Wir wollen also im § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz nicht nur die qualifizierte elektronische Signatur, sondern auch den webbasierten Dienst in Verbindung mit dem neuen Personalausweis als Alternative zulassen. Und die zweite Möglichkeit, die wir sehen, ist, dass wir die E-Mail mit der Absenderbestätigungsfunktion ebenfalls als Schriftform zulassen würden. Damit sehen wir eben schon die Möglichkeit, dass wir eben in vielen Verfahren, die heute gar nicht digital laufen können, zu einer anderen Arbeitsweise kommen. Wir wollen in einem zweiten Schritt aber auch dahin kommen, dass das, was Verwaltung dann im internen Kreis selber beschäftigt und eben auch daran hindert, elektronisch zu arbeiten, dass wir da auch zu anderen Regelungen kommen. Also ein Ziel müsste sicherlich sein, dass wir eine elektronische Akte bekommen. Solange der Beamte oder der Angestellte alles in Papier verakten muss, wird er ein großes Interesse daran haben, auch alles in Papier zu bekommen. Das ist allzu menschlich. Also müssen wir eigentlich diesen Anreiz schaffen, wir brauchen die elektronische Akte, damit wir durchgehend die Dinger dann auch digital bearbeiten können. Wir müssen natürlich an Nachweise ran, solange der Bürger elektronischen Antrag stellen kann, im Übrigen aber alles in Papier beibringen muss, haben wir wenig gewonnen. Genauso stellen wir uns Vereinfachungen dadurch vor, dass Nachweise, die der Bürger heute bringen muss, vielleicht schon dadurch erbracht werden können, dass er einwilligt, dass die Verwaltung sich diese Daten selber holt.
Wir haben ja heute schon Verfahren, wo zum Teil elektronisch automatisch Dinge übermittelt werden, in anderen Verfahren, das gleiche Verfahren, aber in Papierform durchgeführt werden muss, weil wir es da bei dem alten Schriftformerfordernis haben. Also diese Dinge, die da störend in der Verwaltung selber vielleicht auch ursächlich sind dafür, dass wir noch kein durchgehendes E-Government haben, wollen wir beseitigen. Und damit habe ich gleichzeitig die zweite These erklärt, ich kann mir E-Government, ein echtes E-Government, ohne Prozessmanagement nicht vorstellen. Denn wenn Sie verschiedene Bereiche haben, die jetzt miteinander zusammenarbeiten, kann nicht jeder einen anderen Prozess vor Augen haben. Zusammenarbeit verlangt eben Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit verlangt, dass transparent ist, worüber wir sprechen, wie wir uns verhalten wollen und dass wir uns eben auf solche Verhaltensweisen dann auch verständigen. Und das bekommen Sie natürlich nur hin, wenn Sie sich die Dinge vom Anfang bis Ende anschauen und gemeinsam nach Lösungen suchen, die dann für alle diejenigen erscheinen, die dann auch die besseren sind. Ein anderer Punkt, den ich ansprechen wollte, ist das, was ich schon kurz erwähnt habe. Die Organisation übernimmt hier meines Erachtens eine wichtige Moderatorenrolle zwischen der Fachseite und der IT-Seite. Wir haben heute viele IT-Projekte, die sind wirklich durch IT getrieben und ich bin sehr dankbar für die Kollegen, die sich da engagiert gezeigt haben. Aber wir kennen eben auch viele IT, die ist erworben worden. Ich könnte da auch Beispiele aus unserem Haus nennen. Ja. Die ist erworben worden und dann liegt sie da und irgendwie findet sie keine Anwender. Und das kann ja nicht der Ernst der Lage sein. Und das liegt häufig daran, dass eben Organisation diesen Bogen nicht spannt. Das gilt insbesondere, wenn Sie eine Querschnitts-IT haben. Viele Domea-Projekte sind einfach daran gescheitert, dass man das gekauft hat. Und dann, dann geht es eben nicht einfach weiter. Können Sie nicht einfach was draufschalten, der Mitarbeiter findet sich dann zurecht, geht gar nicht mehr. Sondern Sie müssen ja das, was Sie an Prozessen haben, A, mal wieder sichtbar machen, B, mal durchforsten, ob das alles so notwendig ist, ob das, was Domea Ihnen alles an Angeboten zur Verfügung stellt, bei Ihnen auch alles benötigt werden muss. Sie müssen diese Komplexität im System reduzieren und das ist eine klassische Organisatorenaufgabe. Ich habe selber eine Zeit lang dem AFO, das ist der Ausschuss für Organisationsfragen in der Bundesverwaltung, vorgesessen und bei meinem ersten Treffen habe ich gefragt, ich habe keine Lust, Ihnen immer Themen zu präsentieren, sagen Sie doch mal, wo Ihnen der Schuh drückt, dann kam direkt Domea. Aber bei jeder Veranstaltung, die wir dann zum Thema gemacht haben, war die Organisation. Also hier sehe ich tatsächlich ein Versäumnis in den letzten Jahren, dass Organisation sich zu wenig um dieses Verklammern von IT und Organisation, aber eben insbesondere dann auch mit der Fachaufgabe gekümmert hat. Und das liegt auch daran, dass das eben viel komplexer ist, das Organisationsgeschäft, als es früher mal war bei der kleinen Ablauforganisation. So ein Bildchen nach dem Refa-Lehrgang zu malen, das kriegte man irgendwie hin und mit der Zeit konnte man sich da immer ganz gut einfuchsen. Es war immer hilfreich, den Refa-Lehrgang zu haben, aber vielleicht auch nicht zwingend notwendig, das konnte man auch von anderen noch lernen. Das können Sie heute nicht einfach so lernen und deswegen ist es wichtig, dass wir hier Kompetenz aufbauen, denn die IT-Vorgänge sind eben nicht banal, die müssen sehr feingliedrig aufgesetzt, verstanden werden. Ja, ich war gestern beim BKG, das ist eine Behörde, Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, die sehr lange eine Tradition haben, mit IT zu arbeiten. Sie können sich ja vorstellen, was da alles an Daten zusammenläuft. Da hat man mittlerweile 199 Dienste geschaffen. Also nicht nur Daten stellt man zur Verfügung, nicht nur Produkte, sondern eben auch Dienste. Davon redet bei uns die IT auch sehr gerne, nur wir haben solche Dienste noch nicht. Also wir müssen eben von beiden Seiten da noch lernen, wie kommen wir da stärker zueinander, damit wir Verfahren auch besser optimieren können? Und dafür gibt es eben verschiedene Fachverfahren, die Sie heute im Einzelnen auch kennenlernen werden. Und das wird sicherlich auch unterschiedlich von Behörde zu Behörde sein, welches das geeignete für Sie ist. Ja, eine weitere These, die ich noch in den Raum stellen möchte. Wir brauchen Prozessmanagement, weil Prozessmanagement eben auch einen wichtigen Beitrag für Informations- und Wissensmanagement leistet. Das ist einmal, weil wir die Transparenz über die Prozesse selber schaffen, damit eben Transparenz für IT schaffen, die richtigen IT-Dienste zur Verfügung zu stellen, für die Fachseite zu erläutern, welche Aufgaben wer an welcher Stelle denn nun auch zu erledigen hat. Aber wir schaffen damit auch einen wichtigen Beitrag für das, was ich eingangs schon mal erwähnte,
den demografischen Wandel. Wenn Sie sehen, wie viele Mitarbeiter in Zukunft Ihre Behörde verlassen werden, das Wissen, das Sie dann in Ihrem Kopf nach Hause tragen werden, das in weiten Teilen eben überhaupt nicht dokumentiert ist. Und das gilt ja leider insbesondere heutzutage für Prozesse. Das gilt auch für die IT mit ihren Prozessen. Wir reden bei uns im Hause immer wieder schön über diese ITIL-Prozesse. Ich habe selber mal angefangen, in der Zentralabteilung dafür zu sorgen, dass ITIL dann eingeführt wird. Aber es ist bis heute noch nicht da. Ja, also das Reden darüber ist das eine, das praktische Umsetzung ist das andere. Und ich muss Ihnen nicht sagen, wie bedeutend es ist, wenn man weiß, wo bin ich als neuer Mitarbeiter, in welchem Prozess, an welcher Stelle verankert. Also auch hier ein ganz wichtiger Beitrag des Prozessmanagements. Ich weiß, das ist aufwendig. Ich sagte bereits, das kann man nicht von selber, sondern damit muss man sich beschäftigen, reinfuchsen. Aber das ist nun mal mit großen Aufgaben so. Die beiden Humboldt-Brüder, die uns hier anschauen, haben mal gesagt, ich hielt es für besser, oder Alexander von Humboldt war es, ich hielt es für besser, etwas zu leisten, als nichts zu versuchen, weil man nicht alles leisten kann. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Veranstaltung hier ein Beitrag ist dazu, dass Sie mehr leisten an der Stelle. Prozessmanagement, was Sie sich gegenseitig an Unterstützung geben können, kann man nur begrüßen. Davon werden Sie selber umgekehrt auch wieder profitieren. Und deshalb wünsche ich dieser Veranstaltung wirklich einen guten Verlauf, spannende Diskussionen, zahlreiche gute Lehren und bilden Sie eine gute Community, die sich gegenseitig den Rücken stärkt, um das Thema auch tatsächlich weiterzubringen. Vielen Dank.